Mit den beiden will ich dann auf jeden Fall sprechen und mit dem Bitterwitz. Und die beiden sehen wie Händler aus. Die könnten da mein Schild haben. Steinschildhandschuhe. Die sehe ich mir auf jeden Fall gleich mal an. Qualität einfach, Abwehr 5%, geringere Erholung und höhere Präzision. Sind auf jeden Fall besser als, ja, als meine aktuellen Handschuhe. Sie hat wahrscheinlich auch schon was Besseres. Ich hebe aber die Sachen mal auf. Oh, Handschuhe zählen zu Zubehör oder zu was zählen die? Ne, die sind da vorne. Oh, ach ja, und das hier würde ich gerne lernen. Ein Akzent, der die Stärke eines Zaubers leicht erhöht. Ich habe ja leider immer noch nur diesen Zauber hier. Kann ihm aber diesen Akzent und diesen Akzent verpassen. Kann ihn dann allerdings nicht mehr benutzen, weil dafür bräuchte ich Wissen 42. Wissen 42 habe ich leider nicht. Doch, ich habe Wissen 42. Ah, da muss ich jetzt gerade nochmal gucken. ...29 Lebenskraft und 42 Wissen. So. Ach, hier steht erforderliches Wissen dann. So würde er 35 kosten. So würde er 25 kosten. Gucken wir mal kurz. Der hier würde das Ganze auf 2,5 Vitalität und Stärke. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es mal gerade so. Wie es ist. Wissen plus 30, Sigil des fernen Aufpreis. Ja, wir haben leider noch keine Angriffszauber. Noch nicht. Right. So. Diese Pfeile wurden mit Präzision und Sorgfalt hergestellt. Also ja, da merkt man wieder die Qualität der Geschmähten. Also die Effizienz. Das Abzeichen der Geschmähten wurde mit Gewalt verunstaltet. Auf dem Tisch befinden sich verschiedene medizinische Kräuter. Es sieht so aus, als wären sie sorgfältig rationiert worden. Ja, und hier ist Wildschwein, hier ist Jagdvieh, was eingepfercht wurde. Sowas kriegen wahrscheinlich auch nur die Geschmähten hin. Was hast du zu sagen? Hab keine Zeit für geplaudert. Zu viele Rüstungen zu reparieren. Sprich mit Onkel Pentibor, wenn du Ringe loswerden willst. Also der hier. Heil dir, Hüter des Gesetzes. Der im feinsten Händlerbus gekleidete Mann begrüßt dich mit einem Lächeln. Wenn du ein paar Ringe zu viel für mit dir führst, solltest du sie besser vor der Schlacht loswerden. Du musst wissen, dass ein Händler, den die Gespielten in ihrem Lager dulden, ein Mann sein muss, der nur die besten Vorräte und Waffenfeil bietet. Er deutet auf sein auf Schilden, Rationentaschen, Weinschläuche und einen anderen Posten bestehendes Angebot. Schau dich mal um. Vielleicht findest du ja was, das dich interessiert. Diplomat, stimmt es dich jemals unbehaglich, den Süden in einem Lager der Besatzer zu repräsentieren? Das habe ich einmal zumindest, antwortet er vorsichtig. Aber das war, bevor ich deinen Schutzherrn und von Archont einschätzen konnte. Truno spricht mit Gerechtigkeit und Weisheit. Im Gegensatz zu den meisten meiner Landsleute war ich in der Lage, diesen Wachwechsel so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein bisschen Verrat kann erträglich sein, Händler. Rühr rempelt seine Waren spielerisch an, worauf er herbeigeschossen kommt, um sie wieder aufzuheben.
Er gibt sein Bestes, um sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Meine Dame, Kyros ist der wahre und rechtmäßige Herrscher des Reichs. Ich sehe ihm keinen Verrat. Trotz seines selbstbewussten Tons wirft er ihr aus dem Augenwinkel einen besorgten Blick zu. Wie kommt es, dass du mit den Geschmieden zusammenarbeitest? Harte Arbeit und gute Lieferanten. Als Tunos Männer in meinem Dorf eintrafen, bekamen alle Händler verschiedene Listen ausgehändigt, womit sie handeln durften und womit Licht. Er lächelt mit den Händen auf den Hüften. In Kyros Weisheit muss mein Zeugnis gut gewesen sein, denn ich darf mit allerlei Gütern handeln, sogar mit Waffen. Nicht viele Händler dürfen legal Waffen verkaufen. Das war sogar vor Kyros schon so. Jo, dann lass mich mal deine Waren sehen. Pentium arbeitet sie mit leuchtenden Augen die Hände. Lass uns mal sehen, ob wir etwas finden können, das dir gefällt. Also ja, Bronze-Sachen haben wir schon. Wir haben ja einen Bronze-Wurfspeer. Hier. Schriftrolle, Sigil des Frostes. Ich hätte sogar noch genug Bronzeringe, um mir die leisten zu können. Bruderschaftsbier. Minus 10 Genauigkeiten. Nein, danke. Dann gucken wir mal kurz, was wir im Lager haben. Wir hätten einen Helm des scharlachroten Wüter. Oh, könnte sie den nicht tragen? Ja, den geben wir nachher mal. So. Danke für die Sigil. Daraus könnte ich den Frostgriff machen. Frost beherrschen und wissen. Habe ich Frost beherrschen? Bis jetzt noch nicht. Außer weil es noch nicht gesteigert ist. Also ja. Sie ist ja nur eine Kämpferin. Ich bin Multitalent. Also das hier wäre wahrscheinlich Ablenkzeit 24 Sekunden. Verglichen mit Magieeffekten. Beeinträchtigung eingefroren für bla bla bla. 2 Meter Frost beherrschen. Ich könnte aber auch das hier machen. Einen Raureifstachel. 28 Sekunden Ablenkzeit. Macht einen guten Schaden. Geht gegen Ausweichen, also man kann dem nur ausweichen. Beeinträchtigung eingefroren für 4 Sekunden. Wirkungsbereich Gegner. Ja. Was ist Wirkungsbereich Gegner? Gut, machen wir das mal so. Kann ich noch Stärke dazu packen? Nein, kann ich nicht. Ich könnte noch mehr Reichweite dazu packen. 10 Meter. Ja. Nehmen wir das einfach mal. Dann hätte ich jetzt nämlich einen zweiten Zauber. Den Raureifstachel. Warnet. Ich hätte auch mal einen Angriffszauber, den ich dann benutzen kann. So, was hast du zu sagen? Ruhm für Nerads Stimmen. Als du dich näherst, grüßt der grinsende Blutkantor so laut, dass es alle hören können und stößt seinen Stab in den Boden. Schicksalsbringender Brenoir, vermute ich. Sein Lächeln verschwindet schnell und macht einem bösen Blick Platz. Ich heiße Bitterwitz und ich bin als Botschafter des scharlachroten Chors hier. So siehst du auch aus. Bitterwitz schaut dich ungeduldig an. Wie ist es, mit den Gespäden zu kooperieren? Er lächelt tönisch und schaut einen Moment lang weg, bevor er schließlich schnieft und dir wieder seine Aufmerksamkeit zuwendet. Sich bei der Eisenhexe melden zu müssen, ist eine Beleidigung. Sie hat für ihren Titel ein einziges Duell bestritten. Ein einziges. Ihre Führung muss kontinuierlich bestätigt, verdient und verteidigt werden. Schwäche sollte nach unten aus der Armee bluten und nicht nach oben steigen. Meine Abstellung hierher ist auch eine Beleidigung, aber eine, die ich zum Wohle des Chors ertragen werde. Bitterwitz schnüffelt in der Luft und grinst schief. Auch wenn es nur dazu dient, das Scheitern der Geschmiede mit eigenen Augen zu sehen, das wird ein schöner Tag für mich sein. Was kannst du mir über den Chor erzählen?
Der Chor ist die Zukunft der Stufe. Für jene, die unseren unaufhaltenden zusammen Aufstieg fürchten, habe ich nur Spott und Mitleid übrig. Bitterwitz zippt eine Augenbraue und schaut dich an. Gibt es etwas Besonderes, das du wissen möchtest? Ja, was kannst du mir über deinen Chef erzählen? Er ist der oberste Befehlshaber und Organisator. Er, der alle befreit, aber alle führt. Bitterwitz lächelt beim Sprechen und wird rot. Nerads Stimme ist die Verkörperung dessen, was jeder von uns sein könnte. Ein unübertroffener Magier und Anführer unzähliger. Nerads Stimme und der Chor sind eins. Wir erobern, erweitern, wachsen, verändern und werden immer stärker. Bitterwitz stößt seinen Stab auf den Boden. Ehre sei den Stimmen. Warum hast du dich dem Chor angeschlossen? Die Doktrin der Stärke hat zu mir gesprochen und ich bin ihrem Ruf gefolgt, so wie einige meiner Arkan-Kollegen. Ich gewann den Chor fast augenblicklich lieb. Im Gegensatz zu den meisten weinte ich keinem bequemen Leben hinterher, das ich verloren hatte. Meine Magie verursacht Angst und Schrecken und ich konnte während meiner Anfangszeit im Chor schnell eine Bande dominieren. Wenn du alles so interessant findest, sagt Bitterwitz lächelnd, während er eine Augenbraue hebt, dann solltest du vielleicht unser Lager besuchen und es dir mit eigenen Augen anschauen. Was ist deine Rolle im Chor? Ich bin ein Blutkantor und meine Magie kann den Willen eines Mannes und den Ausgang einer Schlacht verändern. Ich habe mein Kommando jetzt schon seit 3 Jahren, obwohl ich mir für meine bisherigen Dienste eine andere Belohnung vorgestellt hätte, als die Geschmähten im Auge zu behalten. Klingt, als würdest du Nerads Stimmen wirklich mögen. Bitterwitz blinzelt mehrmals und macht eine grimmige Miene, sagt aber nichts. Das wäre alles fürs Erste. Er nickt, als du aufbrichst. So, mit den beiden haben wir schon geredet. Wir waren im Zelt. Eine spärliche Portion Wildköchel in einem großen Kupfertopf vor sich hin. Mit duftenden Gewürzen wurde versucht, dem starken Geruch der undefinierbaren Kreaturen dieser Mahlzeit zu übertünchen. Hallo, Beric. Unter seinem verdrehten Hemd kannst du den Gesichtsausdruck des eisengepanzerten Soldaten nicht ausmachen. Er starrt dich einfach nur an. Den tiefen Kern auf dieser Übungsprobe ist nicht zu entnehmen, dass sie oft benutzt wurde. Diese Speere sind in ihrer hochwertigen Handwerksleistung einheitlich. Für diese Brüstungen verwendete Holz ist makellos und sauber geschnitten. Diese Wände haben noch keine Schlacht gesehen. Naja, das hier ist ja auch das Lager der Geschmähten. Oh, der Schmied. Ja, ich komme wahrscheinlich nur von der anderen Seite an die Waren ran. Hä? Noch ein bronzener Turmschild. Ja, komm, den nehme ich auch mal mit. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das kann ich leider nicht aufsperren. Noch nicht. Also ja, mir werden ja immer die Sachen auch angezeigt, die ich noch plündern kann. Wenn ich solche Sachen ausblende, dann kriege ich das hier unten ja angezeigt. Ich glaube, mit M kann ich die Karte sogar größer machen, genau. Also diese beiden Ringsymbole bedeuten, da ist noch was zum Plündern. Was ich ganz nett finde, dass man sich das so anzeigen lassen kann. Kommen wir mal kurz in den Käfig. Dank des frischen Strohs in der Ecke dieser Gefängniszelle ist der Gestank erträglich. No dice. Ne. So, hallo Istanius. Isotanis stößt einen Fluch aus, als eine dünne Eisenklinge unter seinem Hammer zerbricht. Waffen mit Schrottteilen zu reparieren ist nicht exakt der Grund, warum ich dieses Handwerk erlernt habe. Aber unsere Vorräte sind nochmal aufgebraucht. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und schaut dich genauer an. Warum schmiedest du keine Bronze? Verstehe ich mich nicht falsch. Bronze tut es zur Not auch. Sie ist ziemlich widerstandsfähig und kann wieder zurechtgebogen werden. Ganz im Gegensatz zum störrischen Eisen, das wir hier haben. Er blickt mit Grauen im Blick auf einen Haufen seiner Werkstücke. Außerdem haben wir immer genügend Zinn und Kupfer herumliegen. Die Versorgung mit Material stellt also kein Problem dar. Nur wenige Schmiede können konsistent gute Bronze für Militärbedarf herstellen. Meistens wird sie nämlich zu weich. Schau dich im Lager um. Wir stecken die ganze Legion in Eisenrüstung, weil sie billiger und in Massen einfacher herzustellen sind. Mit Bronze wäre das nicht möglich.
Die Geschmähten werden nicht ohne Grund die Eisenlegion genannt. Unser Rückgrat mag zwar aus strategischen Kennen bestehen, unsere Kreine aber sind aus Eisen. Das gute Zeug, das die Schmiede Lithians Kreuzzug herstellen.